Am 14. Juli feiert ganz Schweden den 47. Geburtstag von Kronprinzessin Victoria. Für die Ehefrau von Prinz Daniel steht an ihrem Victoria-Tag ein besonderes Fest auf dem Programm. Nachdem sie den Vormittag gemütlich im kleinen Kreis verbracht hat, präsentiert sich Victoria von Schweden den Rest des Tages der Öffentlichkeit. Vor Schloss Soliden nimmt sie die Glückwünsche der royalen Fans entgegen und beeindruckt mit ihrem sommerlichen Look. In einem Kleid mit Blumenmuster strahlt sie an ihrem besonderen Tag. Der hellblaue Taillengürtel betont nicht nur ihre Figur, sondern setzt auch farblich passende Akzente. Auch Ehemann Prinz Daniel greift die Farbe in seinem Look auf. Er trägt eine schwarze Anzughose, ein weißes Hemd, eine schwarze Krawatte und ein hellblaues Sakko. Aber auch der Rest der Familie hat sich für Victorias Tag in Schale geworfen. Das Motto des Tages ist klar: Blumenprinz, zarte Farben und Sommerfeeling. Für eine freudige Überraschung sorgte schließlich Chris O'Neill. Denn der britisch-amerikanische Geschäftsmann sang beim Geburtstagsständchen lauthals mit. Und das auf Schwedisch. Ein echter Liebesbeweis an seine Liebste Madeleine von Schweden. Denn lange Zeit wurde spekuliert, ob er nicht der Grund für die Verzögerungen bei der Rückkehr aus den USA nach Schweden gewesen sein könnte.